Hallo zusammen. Eigentlich wollte ich erst morgen einen Film machen über den DAX, aber nach dem, was ich eben gesehen habe im Nasdaq, setze mich mal hier hin und ziehe mal diesen Film hier durch. Das war schon eben recht heftig. Und ich möchte mit euch anfangen mit der sogenannten Großwetterlage. Das ist ein Wort von meinem Kumpel Michael Vogt. Finde ich sehr schön, mag ich gern. Großwetterlage. Weil da sind nämlich ein paar Sachen, die sind nicht so schick. Also wir reden hier über den Nasdaq. Das ist der Monatschart. Ja? Also ordentlich die Jahre über gestiegen. Und jetzt kommt hier eine ganz, ganz fette Monatskerze. Jetzt ist der Monat noch nicht rum, ist ganz klar. Aber wir haben heute eins gemacht. Wir sind an die 10-Monatslinie und die 20-Monatslinie ist erst bei 13.513. Wir stehen hier ganz kurzfristig vor einem Verkaufssignal über die traditionelle Sichtweise. Wir sind bereits im Verkaufsmodus über die moderne Sichtweise und wir haben immer noch ein ganz, ganz frisches Verkaufssignal über den Oszillator. Und wenn man jetzt bedenkt, dass wir, also guckt jetzt mal hier drauf, dass wir seitdem, jetzt, wo ist er denn? Da. Seit dem Juni 2020 ist der Nasdaq überkauft. Das ist das erste Mal, dass dieses Verkaufssignal hier kommt. Das ist gewaltig. Schaut bitte den Abstand zwischen der 200-Monatslinie und dem aktuellen Kurs. Das ist viel. Wir haben diesen Shootingstar. Auch nicht schön. Sind wir nicht mehr drüber gekommen. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz in die Woche rein. Die Woche ist hier. Da sind wir in der Nähe des unteren Bandes. Das verbindet sich mit diesen Tiefs hier aus dem Juli 21 und aus dem Oktober 21 und das bei 14.414. Das ist also eine sinnvolle Unterstützung. Auch hier ist der Abstand zur 200-Wochenlinie gewaltig. Ja, das sind 33% negativ über traditionell, negativ über moderne und schon relativ tief, aber ohne den Ansatz einer Stabilisierung im Wochenoszillator. Jetzt gehen wir auf den Tag. Hier ist er. Hochinteressant. Wir haben das erste Mal seit, jetzt muss ich gerade mal schauen hier rein, ja, seit dem 8.4.2020 haben wir Kontakt zur 200-Tage-Linie. Die Amis gucken da mehr drauf als wir in Deutschland. Ja, für die ist das eine gewisse Marke. 200-Tage-Linie muss man haben. Wir haben hier noch vom 13.10. ein Gap. Da ist der Schlusskurs gewesen bei 14.776. Also es ist ziemlich genau hier, wo jetzt die Maus ist, da ungefähr. Sind wir so ganz knapp dran gelaufen. Meine Erfahrung mit dem Nasdaq ist, wenn der es nicht schafft, nach so einer Bewegung in den letzten 10 Minuten vor Börsenschluss eine Stabilisierung reinzubringen oder wenigstens eine 10-Minuten-Kerze, die positiv ist, bei mir sind die weiß, bei euch wahrscheinlich grün, dann schließt er auch in der Nähe des Tagestiefs. Ich habe auch ganz frech eben 2 Minuten vor 22 Uhr habe ich mir auch ein paar Optionen gekauft. Das ist ein 14.777er K.O. Der hat einen Hebel von 109. Aber wenn ich das mache, ist die Position so klein, das ist dann ein Döner-Trade oder ein Currywurst-Trade oder ein Pizza-Trade, wie auch immer. Wenn der nicht aufgeht, dann kriegt meine Katze eine Woche lang kein Futter. Ja, muss ich selbst besorgen. Also, das ist nur zum Spielen, das ist ein Zock. Was anderes ist das nicht. Ich würde hier niemals mit anständigem Geld reingehen. Wir haben, das muss auffallen, geöffnete Bänder nach oben und nach unten. Das heißt, für mich ist diese Bewegung hier insgesamt noch nicht fertig. Ich muss befürchten, dass wir den eben schon angesprochenen Bereich um die 14.450, 14.500 durchaus mal intraday anklickern können. Erst wenn das obere Band in die Horizontale geht, darf ich hier von einer Unterstützung reden. Ist alles noch negativ. Klar, überverkauft, aber ja, who cares? Hier ist nichts, keine Stabilisierung. Weder hier, modern, weder da, noch auf die traditionelle Sichtweise. Ich muss euch mal, ich habe mir den Spaß gemacht, weil eigentlich mache ich das immer so. Ich gucke mir zuerst so 10, 20 Werte meiner Wahl an für den jeweiligen Index und dann gehe ich mal durch und dann habe ich eine Grundstimmung für den Index. Es fällt mir sehr schwer. Adobe, minus 30%. Die Zahlen, die ich jetzt nenne, das ist meistens so das letzte Hoch. Minus 30%. Alphabet, wo sind sie? Hier, Alphabet.
Da sind wir gerade mal bei 15%. Das ist nicht, aber auch hier 200-Tage-Linie. Ganz wichtiger Support-Level. Dann haben wir Amazonien. Ja, die haben jetzt auch schon 17% verloren. Das ist eine Menge. Da sind kaum Erholungskerzen dabei. Ja, das ist nicht schön. Apfel, hatte ich neulich noch drüber gesprochen, dass, also ich werde langsam von Apple weggehen, weil also zum Beispiel der Handy gefällt mir nicht mehr. Ich komme damit nicht mehr klar. Ja, aber Apple hat nur 10% verloren von daher. Bei Apple muss man allerdings eins dazu sagen, das ist dann gleich eine Marktkapitalisierung von 300 Milliarden. Hallo? Also, das sind dann Zahlen, das ist schon ganz heftig. iRobot, auch von vielen Leuten ein sehr geliebtes Kind, ich nehme das letzte hoch, da sind wir bei 36% im Minus. Ja, das ist viel und das ist ein ganz wichtiges Niveau hier bei 63,36. Das ist, da sollten Sie doch bitte tun, ist nicht durch, weil sonst, wo gehen Sie denn da hin? Wo habe ich denn da eine Unterstützung? Ja, habe ich erst hier, so diesen Bereich. Das sind, naja, 59. Also, da gucke ich vielleicht mal eher drauf auf die iRobot. Metaverse, Meta Platforms. Die haben sich, finde ich, noch relativ gut gehalten. Nur 10%. Das hatten wir bisher nur bei Apple. Das geht auch hier wieder eingeleitet durch so diesen Shooting Star. Guckt auf diese Dinger. Hier war auch einer. Ja. Die sind selten. Und jetzt laufen wir auch Gefahr, dass wir den letzten Hammer, den wir hatten, und das ist ein guter Hammer, dass wir den unterbieten. Und da war der Tiefkurs bei 315,43. Sind wir kurz davor. Und dann steht eine 300 davor. Dann haben wir Microsoft. Microsoft, wo sind sie denn hier? Microsoft, hier. Da, 12% minus. Das geht eigentlich auch noch. Das muss ich dazu sagen, ich habe ein paar Anrufe bekommen von Schülern, die hatten Optionsscheine auf Microsoft. Keine KOs, keine Optionen, sondern Optionsscheine. Ich habe das heute gefunden auf NTV, da gibt es ein sehr schönes Interview. Da muss man also auf die NTV-Homepage gehen, in den Bereich Börse rein. Und da macht der Friedhelm Tilgen mit dem Dirk Hessen Interview. Da geht es um die Behandlung von den Optionsscheinen. Da habe ich einige Tränen gesehen, so nach dem Motto: Oh, wie toll, es geht ja alles hoch und dann passiert nicht viel. Weil die sind jetzt erstmal limitiert bei 95. So, wenn du einen 90er Schein hast, auch wenn die Aktie vorher 65 war, da geht die Wolla, ich möchte nicht sagen gegen Null, aber die wird voll rausgenommen, weil das Ding ist limitiert. Das ist eine sehr schöne Erklärung, die der Dirk da geliefert hat. Schaut euch das mal an, dann kommt es vielleicht besser rüber. Was habe ich sonst noch? Ah ja, Netflix. Also das werde ich jetzt auch abstellen, weil mir geht es langsam auf den Geist mit diesen regelmäßig im Januar, Februar stattfindenden Preiserhöhungen. Die gönnen mich mal. Das sehe ich echt nicht mehr ein. Netflix hat verloren von 700 auf 507 heute. Das sind auch 30%. Überproportional. Wichtiges Niveau hier. Da muss man echt mal schauen. Das sind jetzt hier bei 504. Wenn sie das nicht halten, steht da eine 483 davor. Natürlich auch überverkauft, aber hier wurden echt einige Aktien ja, durch den Ort oder durch das Dorf getrieben. Ich habe das auch in Deutschland. Schau mal, Nemetschek oder BioNTech. Du lieber Gott. Nike habe ich auch mal dazu genommen. Ist nicht wirklich Nasdaq wert, aber ich wollte es nochmal zeigen. Von 157 auf 127 sind wir auch bei 20%. Jetzt kommt so ein Ding, das haben viele von euch im Tod, das weiß ich, Nvidia. Yay, 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 yay. Die waren bei 350 und sind jetzt bei 241. Da sind wir auch bei 32%. Ich glaube ja an dieses Metaverse. Ich bin mir sicher, dass wir da eine Menge Spaß haben werden. Ich selbst werde mir so eine Maske nicht aufziehen, hatte ich ja mal gesagt. Aber, also wenn es um Maske geht, man sieht dann einfach hier, dass die Übertreibung wird jetzt heftig abgebaut. Das war also wirklich heute hier schon ein Sturm im Wasserglas. Aber, und ich gehe nochmal zurück auf den Monat, das ist für mich nicht fertig. Das muss ich ganz klar sagen. Wenn ich jetzt mal hier, ach, das ist Nvidia, sorry, auf den Nasdaq gehe und sage einfach, zeig mir doch mal die Fibos von dem letzten Tief. Das war das hier im April 2020. Da habe ich nochmal Platz hier bis rund 13.000. Da ist die 20-Monats-Linie bei 13.500. Das Ding hat noch Platz.
Das ist eine der schwärzesten Wochenkerzen und ich gehe nicht davon aus, dass wir morgen eine nennenswerte Erholung bekommen werden. Und ich will den Ausdruck nicht hören, Dead Cat Bounce, will ich gar nicht hören. Ich mag Katzen, ich finde es ganz furchtbar. Jedes Mal habe ich das Wetter zucke ich zusammen. Finde ich gar nicht gut. Das gefällt mir nicht hier. Der hat noch Platz. Aber ganz klar, auf Tagessicht muss man sagen, der hat immer mal, das hier waren, jetzt müssen wir schauen, 16.600. Wir haben jetzt ja im Nasdaq, haben wir ja nur 10% verloren. Das waren eben von den aufgezeigten Werten nur zwei, Metaverse und Apple, die nur 10% verloren. Alle anderen waren zwischen 15 und 30%, 36% iRobot. Das ist auch für mich schwierig zu greifen, muss ich ehrlich sagen, warum der Nasdaq überhaupt noch hier oben ist. Ich habe den Eindruck, dass wir jetzt hier durchaus irgendwann mal in den nächsten zwei, drei Handelstagen vielleicht mal irgendwie hier hochgehen können Richtung 10-Tageslinie. Im Extremfall, aber absoluten Extremfall bis zur 20-Tage-Linie, aber die fällt jetzt heftig. Das heißt, die Trendfolge ist hier also auch negativ. Ja. Aber das ist für mich erstmal abgesunken, zumindest mal fürs erste Vierteljahr. Sagen wir mal die ersten drei, vier Monate. Ich muss da nicht long gehen. Ja, außer mal für einen kleinen Zock, für 200, 300, 400 Punkte nach oben, aber der kommt dann auch wieder runter. Ich habe euch Scheine mitgebracht. Ich habe, wie gesagt, hier ein Gap. Das war das hier von dem 13.10. Schlusskurs 14.776. Ich habe das gemacht, aber nur mit kleinem Volumen. Ich möchte eigentlich tendenziell eher hier runtergehen. Na, komm her. Muss doch wieder rüber machen. Das ist der 14.437er. 14.437 sind wir hier. Da ungefähr. Und liegen unter dem Low, was wir hier hatten, zu Beginn von Oktober. Das ist momentan 35er Hebel. Also kleine Positionen sind da angesagt. Ja, der ist zwar jetzt noch. Na, was sind das? 400 Punkte weg, aber wir haben heute auch gesehen, die Tagesbewegung war von rund 15.350 bis 14.855. Das kann schnell gehen, kann sehr, sehr schnell gehen. Und ich meine festgestellt zu haben, dass da schon so ein bisschen so eine leichte Panik war da schon drin. Das sieht man gerade bei den Werten, die schon länger gefallen sind, sich ganz langsam nach unten ziehen und dann beginnt die Akzeleration nach unten. So eine BioNTech ist in Deutschland so das klassische Beispiel dafür. Hier, das ist also mit Hebel 35, 14437, die GX2, G5X. Das würde ich allerdings erst dann wieder nehmen, wenn wir eine fette weiße Stundenkerze bekommen. Dann kann ich mir das vorstellen. Ich habe hier keinerlei Stabilisierungsansicht, nichts dergleichen, aber legt es euch mal auf die Watchlist. Vom Put, den habe ich hier hintergelegt. 16.101, momentan nur ein Hebel von 12. Ich denke, dass wir hier irgendwo mal einen kleinen Boden finden, dann eben diesen Bounce machen nach oben. Aber ich glaube nicht, dass wir die 16.101 sehen. Glaube ich nicht. Deswegen, das ist auch für die Watchlist, das ist die GX6WUJ. Also, eins zeigt uns, das werde ich auch morgen im DAX-Film auch nochmal sagen, eins zeigen uns die ersten drei Wochen dieses Jahres. Dieses Jahr wird A viel schwieriger als letztes Jahr. Aber zum Zweiten, und davon bin ich überzeugt, wird es ein Jahr des Stockpickings werden. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Ich werde wahrscheinlich noch weniger im Index handeln, als ich je schon tue. Ich könnte mir vorstellen, dass 95% meiner Trades in den Einzelwerten sind. Ja, und damit wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.